Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die kalte Jahreszeit kommt in großen Schritten. Die Zeit ist wieder umgestellt und wer es noch nicht getan hat, die Winterreifen sollten nun aufgezogen werden. Hier im Sendegebiet hat sich wieder viel getan und wir beginnen deshalb gleich mit dem ersten Thema. Im Herbst lädt die Stadt Weilburg traditionell zum Residenzmarkt ein. Viele Tausend waren auf den Beinen, denn zum Glück spielte das Wetter mit. Bei fast frühlingshaften Temperaturen zog es zahlreiche Gäste in die Weilburger Innenstadt zum traditionellen Residenzmarkt, der wieder mit vielen attraktiven Angeboten lockte. Auch die Geschäfte hatten geöffnet. Es herrschte teilweise großer Andrang auf dem Marktplatz und dem König-Konrad-Platz. Auch kulinarisch kam niemand zu kurz. In der Weilburger Frescas waren fast alle Tische belegt. Ein gut gelauntes Orchester aus der niederländischen Partnerstadt war den ganzen Tag unterwegs und spielte fröhliche Musik. Die Stadt Weilburg hat nun ein Relief. Ein Blickfang auf dem Marktplatz, direkt unter den kritischen Augen von Graf Johann Ernst bzw. seinem Denkmal. Ein Stadtrelief kann eine großartige Möglichkeit sein, die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten einer Stadt auf eine anschauliche und informative Weise zu präsentieren. Weilburg hat nun ein eigenes Stadtrelief. Bürgermeister Johannes Hanisch weihte das Relief auf dem Marktplatz ein. Mit dabei waren unter anderem Mitglieder des Geschichtsvereins, des Rotary-Clubs, des Kur- und Verkehrsvereins und des Landkreises, die sich alle an dem Projekt beteiligten. Der Standort auf dem Marktplatz bietet einen idealen Ausgangspunkt für Stadtführungen. Die Gesamtkosten für das Relief belaufen sich auf rund 36.000 Euro. Es war noch ein Sockel auszuwählen aus Mainsandstein. Mainsandstein ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Den haben wir ein bisschen ausgewählt in der Hoffnung, dass er etwas zu unserer Farbgebung passt. Ich denke, das ist uns halbwegs gelungen. Ich bin ja von solchen Reliefs immer fasziniert. Ich habe das in mehreren Städten gesehen, also in Nürnberg, ich glaube in Köln. Es gibt auch Reliefs, die zeigen eine Stadt, wie sie auch vor dem Krieg mal aussah und danach zerstört wurde. Also da steht man immer mit einer gewissen Faszination dafür. Und ich glaube, bei uns in der Region gibt es kaum eine Stadt, die sich mehr dafür eignet, ein solches Relief in ihren Mauern zu wissen, als Weilburg. Denn hier kann man ja teilweise wirklich noch sehr genau vergleichen. Wie war es denn in der Historie, von der wir gleich was hören?
wie ist es heute? Und es gibt kaum eine solche Stadt oder Gemeinde bei uns im Kreis, wo eine solche Übereinstimmung in meinen Augen da ist, wo man das mal so darstellen kann. Und dann, das ist vielleicht ein bisschen despektierlich, ich muss aufpassen, weil mein ehemaliger Geografielehrer, der Herr Paulik, hier auch dabei ist, das weckt auch immer so ein bisschen das Kind im Manne. Also die Damen mögen es mir verzeihen hier. Aber wenn man so davor steht vor so einem Relief, dann möchte man doch am liebsten, ich glaube du, Johannes, mit einem BMW hier durchfahren. Aber, oder mit so einem Matchbox-Auto, also irgendwas. Dann kommt man immer so in das Gefühl herein, da möchte man wie früher bei diesen Eisenbahnen ja, so ein bisschen mit rumspielen. Also auch das gehört bei so einem Relief dazu. Und ich glaube, diese Kombination aus Geschichte, aus unserem Hintergrund, aus Kultur, aus unserer eigenen Vergangenheit, dort war das, was einmal diese Stadt war, in Verbindung mit der Schönheit eines solchen Reliefs, das macht das wirklich aus. Und deswegen freuen wir uns, glaube ich, in der gesamten Zusammenkunft als Verein, als Landkreis, als Wirtschaftsförderungsgesellschaft, dass wir gemeinsam dieses Projekt auch in dieser Form fördern konnten. Und ich hoffe, dass es viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer findet, wird es sein. Ihr werdet es in der Stadtführung mit Sicherheit gut integrieren können. Und von daher ist es nicht nur eine sinnvolle, sondern gerade für eine Stadt wie Weilburg die richtige Anschaffung. Als Vorsitzender des Geschichtsvereins ist es eine große Freude, dass wir heute etwas einweihen, wo die Idee zwar schon ein Momentchen her ist, aber wenn man sich mit so einer Idee beschäftigt, wenn das erstmal, wie sagt man, so ein Kopfgedanke ist und am Ende kann man es hier sehen, dann ist das eine tolle Geschichte. Mein Vorgänger als Vorsitzender, Matthias Losacker, der Architekt ist, hat natürlich ein besonderes Faible für diese Frage der Stadtentwicklung hier in Weilburg, für diese besondere Topografie. Und so haben wir schon recht früh, auch, glaube ich, jetzt mal 10 Jahre her, haben wir uns überlegt, wie können wir die Stadtgeschichte begreifbar machen. Und das Wort begreifen ist ein schönes Wort, denn in dem Wort begreifen steckt Greifen drin. Also das Anfassen, das ist ein ganz natürlicher Instinkt, den wir haben. Das liegt in unserer Natur. Diesen Scheck überreichen wir dem Bürgermeister, der ihn eingerollt vermutlich zum Rathaus transportieren wird. Vielen Dank für die... Frau Debus, sehen Sie mir nach, müssen Sie nicht verdecken. Ja, super, vielen, vielen Dank. Der wird Architekt, sagen wir es mal so. Vielen, vielen Dank. Ich darf als Vertreter vom Rotary Club Weilburg auch im Namen unseres aktuellen Präsidenten Holger Kühmichel, der heute leider beruflich verhindert ist, auch nachher einen verbalen Scheck allerdings nur überreichen. Und wir freuen uns sehr vom Kurenverkehrsverein, dass wir uns hier beteiligen konnten bei dem schönen Modell. Also ich konnte schon mal testen mit einer Gruppe. Ich hatte schon eine Stadtführung und die Besucher waren sehr angetan, weil da konnte man wirklich mal feststellen, wie die Proportionen sind, wie groß das Schloss ist und wie die Stadt so schön von der Lahn umschlossen ist. Und für den Kurenverkehrsverein ist eine große Freude, sich zu beteiligen und mit der Stadt zusammenzuarbeiten. Also ich freue mich auch vor allem, dass wir es für Stadtführungen nutzen können. Aber ein Stück weit haben es die Stadtführer mit dem, was sie tun, das ganze Jahr über für die Stadt Weilburg, für den Tourismus in Weilburg auch ein Stück weit mitverdient. Also von daher auch wieder ein Geben und ein Nehmen und auch hier wieder eine runde Sache. So 2014 herum haben wir mit mehreren Leuten eine Idee entwickelt. Sehr dankbar bin ich, dass ich bei der Suche nach Geld auf offene Türen stieß, sowohl beim Geschichtsverein als auch beim Rotary Club und beim Kurenverkehrsverein, sodass wir dann der Stadt, lieber Johannes, sagen konnten, es ist nicht nur eine Aufgabe für die Stadt, außerdem besorgst du vielleicht noch was via Lieder, sondern die Bevölkerung und die Vereinswelt steht auch hinter dem Projekt und ist dafür. Wir sehen hier Weilburg in der Dimension, so wie die Stadt in der Zeit von 900 bis 1800 entstanden ist. Denn erst nach 1800 fand dann die Bebauung der Westerwaldseite und der Taunusseite statt. Und das, was wir hier sehen, ist im Prinzip bis 1800 in der Struktur gewachsen. Allerdings, das Modell zeigt auch, die Gegenwart, wir haben hier das Hotel Lahnschleife, wir haben dort drüben Wohnen am Fluss, wir haben sogar den Grillpavillon des Kur- und Verkehrsvereins Weilburg in dem Modell, also auch Details kommen zum Zuge und wie gesagt, man gewinnt einen tollen Überblick. Thank you.
Stadtwerke Weilburg. Power, Kompetenz und Energie. Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg. Vor Ort, immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter kunden@stadtwerke-weilburg.de. Ebenfalls traditionell trafen sich die Weilburger zum jährlichen Tanz in der Stadthalle. Der Tanzclub Blau Orange hatte eingeladen. Der 33. Herbstball des Tanzclub Blau Orange Weilburg in der Stadthalle Alte Reitschule war erneut ein großer Erfolg. Nach einem Sektempfang begrüßte die Vorsitzende Marion Schmidt die Gäste. Danach legte sie mit ihrem Stellvertreter Markus Coulon gekonnt einen langsamen Walzer aufs Parkett. Musikalisch begleitet wurde der Abend von dem Trio Frank Mignon mit Sängerin Anita Widowitsch und Christoph Heftrich. Traditionell gibt es beim Herbstball einige Show-Einlagen aus dem Repertoire des Vereins. In diesem Jahr zeigten unter anderem die Zumba Kids mit ihrer Trainerin Lydia Weiß, was sie drauf haben. Neben vielen weiteren Show-Einlagen war ein Highlight die Walzer-Formation, bei der fast alle Vorstandsmitglieder mitmachten. Ansonsten wurde bis nach Mitternacht getanzt, was das Zeug hielt. Der echte Grillfan grillt bei jedem Wetter. Aber am meisten Spaß macht es im Sommer mit den leckeren Grillspezialitäten direkt vom Heidehof Sippel. Wir haben für die Grillsaison genau das richtige Fleisch.
auf Qualität, denn Qualität kommt aus der Region. Genießen Sie Fleisch und Wurst mit reinem Gewissen und besuchen Sie den Hofladen Sippel auf dem Heidehof oder die Filiale in Braunfels in der Borngasse 54. Alles hat ein Ende. Unter diesem Motto stand das Ende eines der großen kulturtreibenden Vereine Walburgs. Nach etwa 30 Jahren wird das Walburger Forum nun aufgelöst. Der renommierte Verein Walburger Forum wird nach über 30 Jahren aufgelöst. Die Vorstandsmitglieder Werner Röhrig, Christine Zips und Ulrike Eller präsentierten ein kleines Büchlein mit dem Titel Alles hat seine Zeit. Darin gab Werner Röhrig einen Rückblick auf Aktivitäten, die der Verein in 34 Jahren auf die Beine stellte. Ein Höhepunkt seien die Straßen der Kunst gewesen, sagte Gründungsmitglied Röhrig. Er lobte die positive Zusammenarbeit mit Hauseigentümern, Geschäftsinhabern, freischaffenden Künstlern und Schülern verschiedener Schulen. Viele Projekte konnte der Verein in Zusammenarbeit mit unserem Fernsehsender Walburg TV umsetzen. Unter anderem zu den Themen Flucht und Vertreibung, Kunst, Europa und viele mehr. Qualifizierte Vorschläge zur Stadtentwicklung hätten leider kein Gehör gefunden, so Röhrig. Christine Zips dankte Werner Röhrig für seine unermüdliche Arbeit und lobte sein Engagement. Die Inhalte des Walburger Forums werden auch weiterhin über die Webseite Schulforum Limburg-Walburg sichtbar bleiben. Ja, was bleibt, wenn ein Verein aufgelöst wird? Einmal die Broschüren und Veröffentlichungen. Was besonders bleiben wird, ist das Schulforum Limburg-Walburg, das jederzeit im Internet aufrufbar ist. Ja, nach 34 Jahren geht leider dieser Verein Walburger Forum e.V. Zu Ende. Das ist, wie gesagt, einerseits sehr bedauerlich, auf der anderen Seite aber sind wir sehr dankbar. Dankbar für all diese Jahre, für all diese Aktivitäten, an alle auch einen herzlichen Dank, die uns immer wieder unterstützt haben, die ihre Zeit, ihr Ehren im Rahmen des Ehrenamtes mit eingebracht haben und eben diesen Verein so vorbildlich unterstützt haben. Thank you.
Samu, dein Text lautet Hart-, Mittel- oder Weicheinsatz, ja? Ja, ja. Hart mit Weicheinsatz. Und Top-Kopftal-Verstellung inklusive. Weiß schon. Top-Hopgar-Stellung inklusive. Egal. Das Wesentliche ist zu sehen. Interliving. Möbel für mich gemacht. Jetzt wieder Nachrichten aus dem Sendegebiet. Seit nunmehr 10 Jahren ist Weilburg Fairtrade-Stadt. Dieses Jubiläum wurde von der Stadt Weilburg, der Steuerungsgruppe und den Weltläden im Komödienbau gefeiert. Bürgermeister Johannes Hanisch dankte dem gesamten Team für die hervorragende Arbeit, die es in den Jahren geleistet hat. Elke Rewaldstahl bedankte sich bei der Stadt für die gute Zusammenarbeit. In diesem Jahr wird auch 50 Jahre Weltladenbewegung gefeiert. Sie sagte, fairer Handel sei wichtiger denn je und Teil der Lösung vieler Probleme, die wir haben. Die Journalisten Jutta Ulmer und Michael Wolfsteiner präsentierten eine Multivisionsshow mit eindrucksvollen Bildern. Sie nahmen die zahlreichen Besucher mit auf eine außergewöhnliche Reise rund um die Welt. Darin gewährten Bauern und Kunsthandwerker einzigartige Einblicke in ihr alltägliches Leben, indem sie Teil der internationalen Fairtrade-Bewegung sind. Die Stiftung Evangelisch in Weilburg hat einen Kalender für das Jahr 2024 herausgegeben. Abgebildet sind darin alle 11 Stadtteile, gestaltet mit Illustrationen von Dieter Boger. Präsentiert wurde das neue Druckwerk von den Vorstandsmitgliedern der Stiftung in der Schlosskirche in Weilburg. Der Kalender ist für 10 Euro erhältlich und zwar in der Residenzbuchhandlung Weilburg. Außerdem am 1. Dezember im Foyer des Rewe-Marktes Kubach am Stand von Hans-Peter Schick, aber auch über die Kirchengemeinde und die Vorstandsmitglieder. Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das Alte Arthaus Raum für alle Sinne. Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen. In einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an. Die Location
Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaele Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthouse Talk. Das alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung. Bei der interkulturellen Woche bot das Spielmann Kulturzentrum einen Nachmittag unter dem Motto Weilburg ist bunt. Dabei gab es Klänge des Ostens von Musikern der Kreismusikschule Oberlahn, unterlegt mit Filmen von Lahntalfernsehen Weilburg TV zu den Ländern Tschechien, Slowakei, Ukraine und Bulgarien. Gezeigt wurde auch der Kinderfilm Ratz, Fratz, Esel, Hahn, Hund und Katz des Theaters Rayo. Bastel- und Kunstangebote gab es von der Lebenshilfe und Hans-Peter Schick hielt einen Vortrag über Weilburg International, eine kleine Stadt in einem globalen Dorf. Zur gleichen Zeit fand die traditionelle faire Kaffeetafel der Weilburger Weltläden auf dem Schlossplatz unter den Linden statt. Am Nachmittag war dort jeder Platz belegt und die Gäste genossen Kuchen, Torten, Kaffee, Wein und Saft aus ökologischer und fairer Herstellung. Das Buch Jüdisches Leben in Weilburg, Rückschau und Ausblick, wurde in der Residenzbuchhandlung Weilburg vorgestellt. Autor ist Joachim Walis, Herausgeber der Spielmannverein für Theater, Musik, Kunst, Technik und Medien. Vorsitzender Hans-Peter Schick sagte, es sei ihm ein großes Anliegen, Joachim Walis für sein Lebenswerk zu danken, der seit 60 Jahren jüdisches Leben in Weilburg erforscht. Walis führte die Besucher in sein neuestes Werk ein. Das Buch enthalte nicht nur traditionelle Inhalte, sondern auch neue Themen und Sachverhalte. Das Buch wolle vor allem informieren und so die Erinnerung an das vergangene jüdische Leben in Weilburg bewahren helfen. Das erste Exemplar bekam Ido Michel, ein Nachfahre jüdischer Juden in Weilburg, überreicht. Das Buch erzählt die Geschichte jüdischen Lebens in Weilburg, etwa beginnend in der Mitte des 19. Jahrhunderts und reicht bis in die Gegenwart. Das Buch fasst die wichtigsten Forschungsergebnisse der Erinnerungsarbeit der letzten Jahrzehnte mit vielen Dokumenten, Fotos und so weiter
zusammen. Herausgeber von diesem Buch Jüdisches Leben in Weilburg ist der Spielmannverein für Theater, Musik, Kunst, Technik und Medien Weilburg. Ein junger Verein, der sich aber dem Thema Menschenwürde und Kultur im Leben in besonderem Maße verschrieben hat. Es ist das erste Buch und wir sind sehr dankbar, dass Herr Walis unser Partner ist. Es ist das zweite Buch und es wird wahrscheinlich auch mein letztes Buch sein. Es ist der Abschluss, wenn man so will, meiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit. Ich habe ja im Grunde genommen alles bestritten an Literatur und insofern ist das eine Zusammenfassung von dem, was ich selbst in Jahrzehnten erforscht habe. Die Hinwendung zu diesem ausgefallenen Thema war mehr oder weniger zufällig. Sie begann, diese Hinwendung, während meiner Studentenzeit 1964-65 mit der Auswahl eines bestimmten Themas und an diesem Thema bin ich seitdem geblieben, also fast 60 Jahre. Wir als Weilburger können Herrn Walis in allerhöchstem Maße nur dankbar sein, dass er 60 Jahre seines Lebens dem Thema jüdisches Leben gewidmet hat und damit Brücken baut für uns, die heute genauso wichtig sind, wie sie früher waren. Das Buch ist ab sofort erhältlich in der Residenzbuchhandlung zu Weilburg, im Bergbau- und Stadtmuseum Weilburg sowie am 1. Dezember an meinem Verkaufsstand im Rewe-Markt in Weilburg-Kubach, der von morgens 8 bis abends 19 Uhr geöffnet sein wird. Das Buch kostet 22 Euro. Der Preis ist gerade kostendeckend. Wir wollen keinen Gewinn machen mit dem Buch. Bei Kra und Enders bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke, BMW. Immer einen Schritt voraus, immer innovativ, immer eine automobile Naturgewalt. Kra und Enders, Ihr BMW-Kompetenzzentrum für den Raum Weilburg und Limburg. Wir sind direkt an der B49 für Sie da. Nur etwa 15 Minuten von Weilburg entfernt. Und auch heute darf er nicht fehlen. Wolfgang Eck von der Wirtschaftswerbung Weilburg, einer meiner liebsten Gäste. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Bei dem regnerischen Wetter heute hast du es doch hergeschafft ins trockene Studio. Geht's dir gut? Ja, danke schön. Hallo Carina. Hi. Erzähl mal, was ist so passiert in Weilburg und Umgebung bei dir? Ja, in den letzten Wochen haben wir schöne Preise verteilt. Einmal für den Kindertag. Da haben 9 Mädchen und ein Junge gewonnen und also bis zu 300 Euro war ja zu gewinnen bei einem Besuch eines Freizeitparkes und die haben alle sich sehr gefreut und Weilburg TV war ja auch dabei, hat ein paar Bilder eingefangen. Der Kindertag der Wirtschaftswerbung Weilburg war wieder ein ganz besonderes Ereignis für Groß und Klein. Es gab wie in jedem Jahr natürlich auch wieder etwas zu gewinnen. Die Preisverleihung fand im Kindergeschäft der Kleine Lorbas statt. Den ersten Preis in Höhe von 300 Euro gewann die 7-jährige Zoe aus Löhnberg. Sie darf mit ihrer Familie einen Tag im Opel-Zoo verbringen. Die Preise wurden vom WWW-Vorsitzenden Wolfgang Eck überreicht. Ja, was sehr schön war, ist, dass wir auch viele Sponsoren hatten. Das heißt, Mitgliedsunternehmen haben ein bisschen was beigetragen. Zum Beispiel der kleine Lorbas, eine Kinderkamera ab 3 Jahre. Und so war das ein schönes, rundes Geschenkpaket. Und ich denke mal, die Familien werden das auch nutzen, denn wir haben auch eine Kanutour, ein Familienfotoshooting von Foto Löffler bekommen. Und ich denke, bin gespannt, ob wir da mal Rückmeldung bekommen, was da alles raus passiert ist. Ja, die Kanutour dann wahrscheinlich aber eher nächstes Jahr, weil jetzt wäre Busy sehr nass auf der Lahn.
Genau, Saison ist ja vorbei. Nächstes Jahr, wir haben auch Tretbootfahren zum Beispiel für die Familien. Und dann hatten wir eine zweite Preisverleihung von Heimatshoppen. Da sind das dann mehr Erwachsene. Aber da konnten sich auch die Leute freuen über 50-Euro Gutschein zum Beispiel von Blumenhünd. Ja, auch von Fotolöffler ein Fotoshooting. Und ich denke, auch dort war der Hauptpreis 100 € Einkaufsgutschein. Unter dem Motto Heimat shoppen traten eine ganze Anzahl Weilburger Einzelhändler und Gastronomen gemeinsam auf, um zu zeigen, dass es sich lohnt, lokal und heimatnah einzukaufen. Es gab auch in diesem Jahr wieder ein Gewinnspiel. Die Preisverleihung fand im Blumenhaus Hünd statt. Dort lud die Wirtschaftswerbung Weilburg zur Preisverleihung ein. Einen 100 € WWW-Gutschein zog Olaf Langer, ein Familienfotoshooting Brigitte Behring, einen 50 € Gutschein von Baumdienst Hünd gewann Daniela Schäl, einen 20 € Gutschein Rudolf Timm und zwei Bücher von Christian Rieck gingen an Angelika Jungfer und Gordon Koch. Und du kennst ja unsere Einkaufsgutscheine. Mhm. Man kann das hier bei über 150 Mitgliedsunternehmen einlösen. Und das ist wirklich eine tolle Geschenkidee. Sehr schön, kannst du mir gerade da lassen. Ist ja bald Weihnachten vor der Tür, da kommen wir zum nächsten Thema. In Rewe, Edeka, überall sind schon Spekulatius aufgestellt. Was gibt's an Weihnachten? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, wir fangen jetzt an. Zum Beispiel unsere Mitgliedsunternehmen bestellen Weihnachtsbäume. Die werden wir mit einer Schmückaktion wieder mit Grundschulen Anfang Dezember schmücken lassen. Und wir fangen aber schon im November an. Am 6. ist ja Nikolaus. Und die Kinder dürfen wieder bis Ende November Stiefel abgeben bei Horne, Mode, die Spaß macht. Und die werden sie dann ab dem 6. Dezember auch wieder suchen dürfen in der Innenstadt. Die werden verteilt in den Geschäften. Und da wird natürlich eine kleine Überraschung drin sein. Ja, ein bisschen wie Ostern. Ja, genau. Wie Nikolaus. Genau. Und dann startet auch im Dezember natürlich unser Weihnachtsgewinnspiel, wo man bis zu 500 € gewinnen kann. Da gibt es diese Gewinnspielkarten wie jedes Jahr in den Geschäften, wo man dann quasi mitmachen kann, wenn man dort eben einkaufen geht. Und 500, 250 € und 100 €. Aber da wird es noch viele weitere Preise geben, die wir dann nach und nach bekannt geben. Sind wir mal ganz gespannt, was da so für Preise kommen. Ja, obwohl wir jetzt Ende des Jahres haben, ist einiges los. Schön, dass du da warst, lieber Wolfgang. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung mit dir. Das müsste dann kurz vor Weihnachten sein. Ja, dann sagen wir Advent, Advent. Ein Lichtlein brennt. Kubach genau. Ist eine Mach's Reise gut, wert. Wolfgang. Zumindest Ciao. Für die von weit herkommenden Fans des Schlagerduos Silvanas. Sogar aus Luxemburg war man angereist, um die Kultsänger zu erleben. Die Silvanas aus dem westfälischen Münster waren zu Gast im Kubacher Hof. Mit dabei ein Fanclub aus Luxemburg und aus der Heimatstadt des Schlagerduos. Vom ersten Takt an wurde mitgeklatscht und getanzt. Die Silvanas sind die zwei Cousins André und Friedhelm, die schon als Jugendliche ihre musikalische Laufbahn begannen. Die Silvanas, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern ihren Fankreis haben, brachten Stimmung in den Kubacher Hof. Den ganzen Abend lang begeisterte das Duo das Publikum mit ihren Schlagerhits. Hallo, ich bin der André und ich der Friedhelm. Zusammen sind wir die Silvanas. Ja, wir kommen aus Münster, aus dem schönen Nordrhein-Westfalen. Ja, heute zum ersten Mal hier in Weilburg.
Dankeschön auch von euch, dass ihr dabei seid heute Abend. Dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ihr da draußen, dass ihr zuschaut vor allen Dingen. Wir wollten mal gucken, wie schön es ist in Hessen. Und ich kann euch sagen, in diesem Hof hier ist es ganz toll. Und wir sind sehr gespannt, wie die Leute heute Abend, die Hessener, mitmachen. Genau. Ja, das erste Mal heute und der Kartenverkauf war schon so gut. Ich glaube, das zweite Mal und das dritte Mal, vierte Mal wird auch noch passieren hier im wunderschönen Hessen. Wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Wir haben einen kleinen Fankreis hier in Hessen. Und die Sabine und die Bianca haben beide gesagt, Mensch, das wäre doch mal was. Wir helfen euch, wenn ihr nach hier hinkommen wollt. Und habe ich gesagt, weißt du was, wir gucken mal, wir machen so Vorflyer, ob das wohl ankommt. André war auch sofort begeistert. Wir haben es gemacht und jetzt sind wir hier mit einer kleinen, aber feinen Schar und wollen mal schauen, was daraus geschieht. Hallo, ich bin die Sabine. Und ich bin die Bianca. Und gemeinsam haben wir die Silvanas nach Hessen geholt. Wir sind schon etwas länger Fans von den beiden und haben gedacht, so eine Schlagerveranstaltung könnten wir auch mal hier bei uns in Weilburg veranstalten mit den beiden, die ganz tolle eigene Lieder singen und auch uns immer die beste Laune bereiten. Und dann haben wir gedacht, wir veranstalten das Ganze auch mal hier bei uns. Danke an unsere beiden Fans, Bianca und Sabine. So schön. Das zweite Album auch fertig, sind auch schon beim dritten so langsam dabei, das zu starten. Ja, reinweg Schlager, aber auch Live-Konzerte mit Covertiteln, aber auch viele, viele eigene Titel. Wobei man sagen muss, Schlager mit Niveau, jetzt nicht den Ballermann schlecht gemacht, aber ganz einfach anders als der Ballermann, eben mit Niveau. Ich bin die Martina und die Meli. Ja, wir sind vom Fanclub Luxemburg, von den Silvanas. Seit drei Jahren haben wir Fanclub für die beiden und wir freuen uns jedes Mal auf neue und dann wieder ein Konzert ist und überall dabei zu sein. Treue Weggefährten Luxemburger Art, die uns tatsächlich bis auf den letzten Kilometer folgen. Manchmal sind Stürme dabei, wo man auch mal krank wird unterwegs, kann alles passieren, aber die beiden sind wirklich ganz, ganz toll drauf, genau wie der Rest vom Fanclub. Alle super drauf und folgen uns auf jeden Zentimeter. Haben wir auch noch so in der Art erlebt. Wir haben auch Münster welche, die uns auch überall hin folgen. Aber hier ist es besonders auffallend und das freut uns natürlich sehr. Aber schöne Stalker, habe ich gerade gesagt. Und einer für alle und alle für einen. Und das ist wichtig bei uns. Hallo, ich bin die Ute, wir kommen aus Münster. Ich bin die Marie und komme auch aus Münster. Ja, wir sind Fanclub. Gerne, sogar mit großem Herzen. Diese beiden Damen folgen uns auch auf Festschrift und Tritt mit einer ganzen Gruppe. Sie kommen aus Münster, wie schon eben erwähnt. Und ja, die sind uns ans Herz gewachsen, umgedreht genauso. Wir freuen uns immer, wenn man sich sieht. Eine Dame kann leider nicht mehr mitfahren aus Altersgründen. Die grüßen wir mal eben aus ja, hier. Ja, Ulla. Hallo, Ulla, genau. Da gibt es nichts mehr zu sagen, ne? Oder? Wir sind Freunde für alle Zeit. Genau. Ja. Die heimische Firma Schäfer ist seit 1978 in der Autobranche tätig. Wir betreuen die unterschiedlichsten Fabrikate mit unserer über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung. Besonders natürlich bei unseren Kernmarken BMW, Mini, Hyundai und Kia. Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch in unseren Werkstätten in Usingen und Weilburg. Autokauf und Verkauf ist Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören natürlich dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner.
Schauen Sie rein bei www.autoankauf-hessen.com oder besuchen Sie unseren Showroom in der Frankfurter Straße in Weilburg. Schon sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat wieder Freude gemacht. Noch etwas in eigener Sache. Weilburg TV heißt jetzt auch Lahntal Fernsehen und berichtet seit einigen Wochen täglich über alles Neue aus der Region. Das Sendegebiet weitet sich Stück für Stück auf das Gebiet zwischen Limburg und Wetzlar aus. Zu sehen über die sozialen Medien Facebook, Instagram, Vimeo und YouTube. Und natürlich über unseren Kanal bei www.walburg.info. Auch über unseren eigenen Kanal in der Mediathek Hessen kann man uns sehen. Über 7000 treue Follower konnten wir schon begrüßen. Denn unser Sender belebt die etwas eingeschlafene regionale Presselandschaft. Möglich ist dies durch unser fleißiges Team und natürlich durch die Werbepartner. Denn, wie Sie wissen, wir werden nicht öffentlich finanziert. Also bleiben Sie uns gewogen. Wir sehen uns kurz vor Weihnachten wieder. Ihre Carina Schamp.